Hier ist euer Lieblingspodcast. Hier ist Ab ins Bett mit der 631. Gute-Nacht-Geschichte. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Ich bin Marco und ich freue mich, dass ihr heute am Donnerstagabend mit dabei seid. Einen kleinen Tipp gibt es am Anfang für euch. Im Mai gibt es noch die ganz eigene Gute-Nacht-Geschichte. Liebe Eltern, ich schicke euer Kind auf eine unglaubliche Reise. Die Geschichte gibt es für Jungs, für Mädchen und für Geschwister. Damit euer Kind Titelheld oder Titelheldin wird, klickt auf abinsbett.net und bestellt euch dort die ganz eigene Gute-Nacht-Geschichte. Und die gibt es nur noch in diesem Monat, also nur noch bis Ende Mai. Abinsbett.net. Jetzt sind aber die Kinder an der Reihe, denn jetzt gibt es das Recken und Strecken. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, 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 ganz lang, spannt jeden Muskel im Körper an. Und wenn ihr das gemacht habt, dann lasst euch ins Bett hinein plumpsen. Und sucht euch dort eine ganz bequeme Position. Und heute, an diesem Donnerstagabend, bin ich mir sicher, findet ihr die bequemste Position, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 631. Gute-Nacht-Geschichte für Donnerstag, den 19. Mai. Emma und der etwas andere Eimer. Emma ist ein ganz normales Mädchen, die an einem ganz normalen Donnerstag, es kann sogar der heutige Donnerstag sein, in einem ganz normalen Garten sitzt. In Emmas Garten nämlich. Was ist das denn für ein Eimer, denkt sich Emma. Direkt neben dem Sandkasten im Garten entdeckt sie nämlich eben diesen Eimer. Doch sie kennt ihn nicht. Er gehört ihr auch nicht. Woher kommt denn der Eimer auf einmal? Emma hat so viele Fragen, denn auf einmal dreht sich ihr ganzer Nachmittag um diesen nicht ganz normalen Eimer. Mama, fragt Emma, ist das dein Eimer? Mama schüttelt den Kopf. Das bedeutet wahrscheinlich so viel wie, nein, aber spiel doch einfach mit dem Eimer. Zunächst schaut sich Emma diesen Eimer ganz genau an und er sieht aus wie ein ganz normaler Spielzeugeimer, mit dem man im Sand zum Beispiel Sandburgen bauen kann, einen Sandkuchen oder andere witzige Dinge. Vielleicht ist der Eimer auch für Wasserspiele geeignet oder um Erde zu transportieren. Emma weiß es nicht so genau. Er ist gelb und hat einen blauen Henkel. Daran kann man ihn hin und her tragen. Eigentlich ganz praktisch, denkt sich Emma. Nun nimmt sie den Eimer in die Hand und sie schaut ihn sich von allen Seiten an, auch von unten. Dann fällt ihr auf, dass der Eimer gar keinen Boden hat. Was bringt denn ein Eimer ohne Boden, denkt sich Emma. Sie probiert es aus. Sie füllt den Eimer voll mit Sand. Sand hat sie ja genug, denn sie sitzt direkt neben dem Sandkasten. Als sie den Sand in den Eimer füllt, merkt Emma eine Veränderung. Aus dem Sand wird Stein und aus dem losen Sand wird ein fester Baustein, mit dem sie sich vielleicht sogar ein eigenes Haus bauen kann. Schnell nimmt sie den großen Stein raus aus dem Eimer, sie legt ihn beiseite und füllt wieder Sand ein. Obwohl der Eimer keinen Boden hat, fällt seltsamerweise nichts von dem Sand heraus. Emma denkt gerade an einen leckeren Kuchen. Wie gern würde sie jetzt einfach reingehen und sich freuen, wenn auf dem Küchentisch ein selbstgebackener Kuchen stehen würde. Stattdessen hat sie den Eimer in der Hand, von dem sie immer noch nicht weiß, von wem der ist. Und den Sand im Eimer, der irgendwie sich schon wieder verändert hat, doch diesmal ist kein Stein im Eimer. Diesmal duftet der Sand wie ein leckerer Kuchen und tatsächlich, der Sand hat sich im Eimer zu einem Sandkuchen, und zwar zu einem Sandkuchen, den man wirklich essen kann. Und er schmeckt sogar verdammt lecker. Das ist ja ein seltsamer Eimer, denkt sich Emma. Und wieder füllt sie eine große Portion Sand hinein. Und wieder bleibt der Sand drin, obwohl sie den Eimer hochhebt. Das Loch unten scheint dem Sand und dem Eimer gar nichts auszumachen,
nichts purzelt raus, alles bleibt drin. Nun denkt Emma an ganz etwas anderes. Nicht an einen Baustein, auch nicht an einen Kuchen, sondern an das Baden im Meer. Wie schön wäre es denn, wenn neben dem Sandkasten auch noch ein kleiner Swimmingpool wäre. Dort könnte man sich die Füße ein bisschen abkühlen, wenn es im Sommer richtig heiß ist. Man hätte immer Wasser da, um die perfekte Sandburg zu bauen. Und überhaupt ist Sand und Wasser eine gute Spielkombination. Und ein richtig schöner kleiner Swimmingpool, wie toll wäre das denn, denkt sich Emma. Als Emma den Eimer nun wieder hochhebt, passiert das Unglaubliche. Unten aus dem Loch fließt nicht etwa der Sand heraus. Nein, es kommt Wasser, und zwar Unmengen am Wasser. So viel, bis tatsächlich sich ein kleiner See im Garten von Emma gebildet hat. Fast so, wie sie sich das Ganze vorstellte. Nur, dass es kein Swimmingpool ist, sondern ein kleiner See oder auch ein kleiner Teich. Dieser Eimer kann wirklich magische Dinge tun. Er kann Sand zu Kuchen verwandeln und er kann einen eigenen Swimmingpool füllen. Den gibt sie nicht mehr her. Im Gegenteil, den behält sie für immer. Emma ist froh, dass sie diesen seltsamen Eimer gefunden hat. Und sie weiß schon, dass sie ihn morgen mit in den Kindergarten nimmt. Denn auch im Kindergarten braucht man unbedingt einen Swimmingpool oder Sand oder am besten beides. Emma weiß genau wie du, jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett, träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr, abinsbett.net. Gute Nacht.